Die Ostseeinsel Rügen, das sind Kreidefelsen, das Seebad Binz und ein wichtiger Baustein für die deutsche Gasversorgung. Das LNG-Terminal im Mukran auf Rügen ist seit September ganz offiziell im Regelbetrieb. Eigentlich wurde das Flüssiggas-Terminal gebaut, um Deutschland von Russland unabhängiger zu machen. Jetzt wird es kaum genutzt und nervt die Anwohner. NDR-Reporterin Martina Rathke nimmt uns mit auf die beliebte Urlaubsinsel Rügen, wo lokale Sorgen auf große Weltpolitik treffen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Benedikt Strunz. Mich hört ihr immer dann, wenn Viktoria mal nicht da sein kann. Heute ist Dienstag, der 29. Oktober. Hallo Martina. Hallo Benedikt, grüß dich. Martina, das Reporterinnenleben hat ja wirklich auch manchmal sehr, sehr schöne, angenehme Seiten. Du warst neulich im Touristenbus auf Rügen unterwegs. Wie war das? Ja, du, also man sieht vor allen Dingen erstmal die schönen Seiten der Insel. Das sind die Kreidefelsen, die Bäderarchitektur in den Seebädern, die Seebrücken, den feinsandigen Strand. Und seit kurzem sieht man auch das LNG-Terminal in Sassnitz. Geht ruhig rein. Da stand ja in der Rucksack. Ich war da in der Bustour dabei. Ich komme mal jetzt schnell zum guten Morgen sagen. Der Reiseführer Andreas Küstermann, der seit 30 Jahren auf der Insel lebt, der sagt: Die Urlauber sind eher neugierig. Die wollen natürlich Wissen mitnehmen. Die registrieren, da passiert was. Ich erzähle natürlich auch ein bisschen die Konflikte darum, was da passiert. Und da ist eigentlich selten jemand aggro oder sowas. Die finden es eher spannend, so viel Internas mitzukriegen. Ja, und ich wollte mal wissen, was die Leute so interessiert an diesem LNG-Terminal. Da kamen dann auch ganz unterschiedliche Fragen. Also die Leute waren extrem interessiert an den Auswirkungen auf den Tourismus durch dieses Terminal, an möglichen Umweltgefährdungen. Sie sagten vorhin, dass keine Einleitung mehr ins Wasser erfolgt. Ja. Das war ja früher mal ein ganz großes Thema hierbei, dass also diese Wassereinleitungen auch schädlich für die Umwelt sein sollten. Ja, die große geopolitische Fragestellung spielte dabei natürlich auch eine Rolle. Warum gibt es dieses Terminal überhaupt? Und ja, was hat das mit der Gasmangellage in Deutschland zu tun? Und die Leute haben dann darüber diskutiert, über den Anstieg von Gaspreisen und so weiter. Also das war schon richtig spannend, da in diesem Reisebus das mitzuerleben. LNG steht ja für Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Wie muss ich mir eigentlich so ein Terminal vorstellen? Ja, also du fährst da in den Hafen rein und dann siehst du unten an der Hafenkante zwei riesengroße Schiffe liegen. Die sind mehr als 300 Meter lang. Das sind diese großen Regasifizierungsschiffe. Die liegen direkt nebeneinander an der Hafenkante. Und das sind hochtechnisierte, schwimmende Fabriken, in denen das Flüssiggas, Flüssigerdgas umgewandelt wird in Normalgas. Da muss ja erstmal das LNG, also dieses Flüssigerdgas, angelandet werden. Und ab und zu kommen da also halt dann diese LNG-Tanker, die dann das Gas bringen. Das wird dann eingespeist in diese Regasifizierungsschiffe. Und von dort, also dort wird es dann umgewandelt in diesen Regasifizierungsschiffen und dann in eine Pipeline eingespeist. Und dann geht es ins deutsche Festgasnetz. Und in Deutschland stehen jetzt von diesen LNG-Terminals mehrere, richtig? Ja, ja, also davon stehen vier an der Nordsee und Mukran ist das einzige Ostsee-Terminal. Wenn wir mal zurückblicken in das Jahr 2022, Februar, damals begann ja Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und schon in den Monaten davor waren ja die Gasspeicher in Deutschland beträchtlich geleert. Und Russland hatte ja damals schon die Gasströme nach Deutschland deutlich gedrosselt. Die Bundesregierung bereitet sich darauf vor, dass Russland die Gaslieferungen stoppen könnte. Der russische Energiekonzern Gazprom hat, wie angekündigt, seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 weiter reduziert. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist zunehmend besorgt und ruft die zweite von drei Stufen des Notfallplans Gas aus. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Und im Juni 2022 hat dann der Bundestag das LNG-Beschleunigungsgesetz beschlossen und die Alarmstufe des Notfallplans ausgerufen.
Die Bundesnetzagentur warnt vor einem möglichen Totalausfall russischer Gaslieferung. Die Situation hat sich ja dann auch noch mal im September verschärft, als dann die Nord Stream Pipelines gesprengt wurden. Am Montag waren die Lecks an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 zum ersten Mal bemerkt worden. An mehreren Stellen tritt offenbar Gas aus. Inzwischen gehen mehrere EU-Staaten von Sabotage aus. Und im Zusammenhang mit diesem LNG-Beschleunigungsgesetz wurden 5 LNG-Terminals geplant. Und eins davon steht jetzt eben in Sassnitz auf Rügen, im Hafen, im Ortsteil Mukran. Solche Bauprojekte, dann auch noch so schnell durchgezogen, die stoßen ja öfter mal auf Widerstand. Wie stehen denn die Menschen in Sassnitz zu diesem neuen Terminal? Ich würde mal denken, doch ein großer Teil von ihnen findet das nicht so gut. Rügen lebt ja vom Tourismus und ja, der Tourismus, den kann man ja fast als Monowirtschaft bezeichnen auf der Insel Rügen. Ist so, gell? Ja, das ist so, ne? Und es gab große Befürchtungen, dass also dieser Haupterwerbszweig mit dieser Industrieanlage zusammenbrechen könnte. Ja, und das Thema hat also die Insel extrem gespalten. Ich weiß gerade also wegen der Auswirkungen oder möglichen Auswirkungen auf den Tourismus. Das war sozusagen die eine Befürchtung, die man hatte. Und eine andere Befürchtung, die man hatte, war die, dass es hier zu einer Lärmbelästigung kommen kann. Ich habe mit verschiedenen Leuten vor Ort gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Lage auch dieses Terminals. Das liegt ja nicht irgendwo weit ab von Wohngebieten, sondern das liegt an der Ostküste, also da, wo auch der touristische Hotspot auf Rügen ist. Also da liegt Binz südlich von vom Terminal und nördlich davon liegt Sassnitz. Und da liegt das also mittendrin. Und ich habe darüber mit Stefan Grunau gesprochen, der ist Stadtvertreter in Sassnitz und der ist auch Mitglied des Aufsichtsrates im Fährhafen. Also von daher auch ziemlich unverdächtig, irgendetwas zu skandalisieren. Der Lärm tritt in der Tat phasenweise auf, temporär, aber er ist doch zu bemerken. Also wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, er nimmt das nicht wahr, der sollte zum Ohrenarzt gehen. Der Lärm, hast du den auch gehört? Wie kann man den beschreiben? Ja, also das ist ein so tieffrequentes Brummen. Na, also ich war mehrfach vor Ort, ich habe es gehört, in bestimmten Wettersituationen, wenn der Wind auflandig war oder wenn es windstill war, dann war das sehr präsent zu hören. Ich war aber auch in Situationen dort, wo nichts zu hören war. Aber wenn denn diese Schiffsgeneratoren, das sind ja wahrscheinlich die Ursache auch dafür, die dieses Brummen verursachen, wenn diese Schiffsgeneratoren laufen, laufen die halt auch in der Nacht. Und die Leute, die dort wohnen, die, ja, die sprechen teilweise von Höllenlärm, den sie dort haben. Okay, es klingt nicht so toll. Und gegen diesen Lärm kann man auch irgendwie nichts machen. Muss man hinnehmen. Naja, also der Betreiber des Terminals, die Deutsche Regas, ist ja beauftragt worden mit der Genehmigung, eine KWK-Anlage zu errichten. Und KWK heißt Kraft-Wärme-Kopplung. KWK heißt Kraft-Wärme-Kopplung. Und das bedeutet also, dass dann die schiffseigenen Generatoren nicht mehr in Betrieb sein müssten. Nur sehen die Anwohner bislang keine Aktivitäten des Terminalbetreibers, dort wirklich diese KWK-Anlage zu errichten. Und wieso macht er das nicht? Hat er sich dazu geäußert, der Betreiber? Nein, bislang hat er sich noch nicht dazu geäußert. Deswegen gibt es ja auch eine Sondersitzung der Stadtvertretung in Sassnitz, wo genau diese Fragen an den Terminalbetreiber gerichtet werden sollen. Diese Sondersitzung, die ist heute, also am Dienstag, den 29. Oktober. Da kann man also gespannt sein, ob sich beim Thema Lärm noch irgendwie was bewegt. Lass uns noch mal auf die positiven Seiten schauen. Was leistet das neue Terminal denn? Wie viel Gas kommt über diese neue Anlage jetzt hier nach Deutschland rein? Also die Auslastung ist momentan ziemlich gering. Genehmigt worden sind ja 110 Anläufe pro Jahr. Das ist schon eine Menge. Das würde einer Kapazität entsprechen, die dann eingespeist werden könnte von 13 Milliarden Kubikmeter Gas. Bislang haben wir lediglich 5 Anläufe. Das sind Minimalmengen und weit weg von dem, was also eigentlich an Kapazität dort vorhanden ist und auch beliefert werden kann. Also 5 Anläufe, das sind homöopathische Dosen aus heutiger Sicht. Genau das ist auch ja so eine Argumentation, in die auch die Deutsche Umwelthilfe zielt, die dann sagt, die bauen die KWK-Anlage nicht, weil sich einfach dieses Terminal nicht rechnet, weil hier einfach zu wenig LNG-Gas angelandet wird.
Warum dieses Terminal auch so wenig ausgelastet ist, hat natürlich auch, sagen wir, geografische Gründe. Der Weg von Übersee mit den LNG-Tankern in die Nordsee ist einfach kürzer. Wenn du in die Ostsee rüberfährst, über den Skagerrak-Kattegat, brauchst du halt einfach 2 Seetage mehr. Einmal oben an Dänemark sozusagen entlang und dann kostet es halt einfach mehr Geld. Ja? Genau, genau. Und das kostet mehr Geld. Sag mal, wenn ich das jetzt so höre, da kommen wirklich nur eine Handvoll Schiffe irgendwie an oder sind bisher da angekommen. Braucht man dieses LNG-Terminal dann überhaupt? Ja, die Frage stellen sich natürlich diejenigen, die also jetzt auch auf der Insel unter diesen ganzen Auswirkungen, also unter dem Lärm, leiden. Und die Frage stellt sich natürlich auch die Deutsche Umwelthilfe. Die sagt, nö, wir brauchen dieses Terminal nicht, weil selbst die Terminals an der Nordsee ja auch aktuell nur zur Hälfte ausgelastet sind. Und dieses Ostsee-Terminal ist überhaupt nicht ausgelastet eigentlich und überflüssig aus ihrer Sicht. Und sie sagen, das könnte man zurückbauen. Warum wurde es denn dann überhaupt gebaut? Ist es einfach eine Fehlplanung oder was war die Überlegung dahinter? Also vor Ausbruch des Krieges gab es ja in Deutschland keine LNG-Gas-Infrastruktur. Die gibt es ja im Prinzip erst seitdem. Also im Juni 2022 hat der Bundestag das LNG-Beschleunigungsgesetz beschlossen, nämlich aus der Erfahrung heraus, dass man sich in diesem Falle, wo die Gasspeicher leer waren in Deutschland, es sich nicht leisten kann, jetzt hier langwierige Genehmigungsverfahren zu absolvieren. Die laufen ja in Deutschland teilweise über viele, viele Jahre. Und dieses Gesetz erlaubte dann sozusagen beschleunigte Genehmigungsverfahren für diese Terminals. Mit dem sogenannten LNG-Beschleunigungsgesetz sollen die Arbeiten an mehreren möglichen Standorten nun umso schneller vorankommen können. Mit stark verkürzter Bürgerbeteiligung, mit deutlich vereinfachten Umweltverträglichkeitsprüfungen. Also ursprünglich war ein anderer Standort im LNG-Beschleunigungsgesetz, das war Lubmin. Lubmin ist ja der Ort, an dem die Festlandtrassen starten, die ursprünglich das Nord Stream Gas im Prinzip nach Deutschland bringen sollten. Und als dann also diese Lieferungen auch wegfielen, hatte man zwar die Infrastruktur an Land, aber man hatte keinen Gas mehr, was kam. Und als man überlegte, wo baut man Terminals, kam für die Ostsee im Prinzip dieser Standort als erstes in Frage. Jetzt muss man dazu sagen, Lubmin, für die, die es nicht kennen, hat einfach auch einen industriell genutzten Hafen sozusagen und ist jetzt anders touristisch genutzt, sage ich mal, als Rügen, richtig? Ja, da gibt es natürlich auch so kleinen, sanften Tourismus, aber nicht in dieser Dimension. Lubmin war immer schon ein Industriestandort gewesen, eigentlich seit den 60er Jahren, als dort ein Kernkraftwerk gebaut worden ist. Und in den 2000er Jahren kamen ja dann die Nord Stream Pipelines dazu und auch diese Festlandinfrastruktur, die man dort hatte. Und die wollte man dann in der Situation, nachdem also dieser Krieg begonnen hatte, dann auch nutzen. Und Lubmin ist zwar geeignet, um dort Pipeline-Gas anzulanden, aber nicht geeignet, um dort große LNG-Tanker anzulanden. Wenn man sich das einmal so auf der Karte vorstellt, kann man sagen, Lubmin liegt auf dem deutschen Festland und wenn man von Westen her ranfährt, müsste man quasi einmal um Rügen außenrum und dann in den Greifswalder Bodden hineinfahren. Und deswegen kam man dann auf die Idee, als man also sagte, wir wollen Lubmin als Hafen nutzen für LNG-Anlandungen, das Gas umzuladen von den großen LNG-Tankern auf kleine Shuttle-Schiffe, die dann durch den Greifswalder Bodden fahren. Denn der Greifswalder Bodden hat nur einen Tiefgang teilweise von 3-4 Metern und da kommen natürlich diese großen LNG-Pötte, die da über den Atlantik fahren, nicht ran an den Hafen. Das klingt kompliziert und hat entsprechend auch offensichtlich nicht funktioniert. Naja, denn also man hat gesehen, die Auslastung ist nicht so groß, weil es halt so kompliziert war auch, ne? Und dann kam man erst auf die Idee, doch vor der Insel Rügen in Sichtweite der Seebäder, also vor Binz und vor Sellin, 5 Kilometer davor, so ein schwimmendes Terminal zu errichten. Man hat mit den Einwohnern vor Ort nicht gesprochen, das haben die dann aus der Presse erfahren. Und das ging natürlich gar nicht, hat er ja gesagt, welche Bedeutung auch der Tourismus für Rügen hat. Und da hat man wirklich gedacht, also jetzt wird hier ihnen die Insel kaputt gemacht. Ja. Statt Ostseewellen-Idylle mit freiem Blick dann so eine Industrieanlage da vor Ort zu haben, das fanden die Leute nicht so toll. Und dann lenkte der Bund ein und sagte, Mensch, ja, da gibt es doch in Mukran diesen Industriehafen, das wäre eine Idee. Und dann kam man halt auf Mukran.
Also Mukran, wo das LNG-Terminal jetzt steht, ist quasi der Kompromiss, ein Standort auf Rügen, wo der Hafen tief genug ist, aber eben nicht direkt vor den touristischen Hotspots. Und ich kann mich daran erinnern, ich war im Frühjahr 2023 in Binz dabei, als Bundeswirtschaftsminister Habeck und auch Bundeskanzler Scholz kamen, um ihre Pläne vorzustellen, wo denn dieses LNG-Terminal genau entstehen soll. Ein herzlicher Empfang sieht anders aus. Hau ab, Sprechchöre als Begrüßung für den Kanzler. Ein Bad in der Menge. Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck verzichten darauf und stürmen lieber gleich in den Sitzungssaal. Die Atmosphäre war extrem aufgeheizt. Unsere Kinder wollen in Ruhe hier aufwachsen. Sie wollen am Strand spielen, aber sie wollen solche Scheiße nicht sehen. Diese Schiffe und dieses Gebulle, das höre ich bis im Wohnzimmer rein, ja? Also mehrere hundert Leute standen da mit Plakaten. Auf den Plakaten stand, dass man Angst hat, dass die Heringspopulation verschwindet, dass der Tourismus leiden könnte. Und es gab auch Forderungen, doch wiederum Gas aus Russland zu beziehen. Also das Ganze hatte auch immer so eine, ja, nicht nur, sagen wir, auf Rügen beschränkte Komponente, sondern immer so eine geopolitische Komponente auch. Trotz dieser Proteste, trotz dieser Kritik wurde es gebaut wegen der Gasmangellage. Jetzt steht dieses Terminal da mit zwei großen Schiffen an der Hafenkante und macht eben vor allem Lärm. Soll dieses Terminal da jetzt stehen bleiben oder nicht? Naja, also momentan ist es ja so, dass wir doch in einer komfortablen Situation sind. Die Gasspeicher in Deutschland sind zu 97% gefüllt. Selbst Habeck hat ja auf einer Veranstaltung in Osnabrück gesagt, dass es keine Gasmangellage mehr in Deutschland gäbe. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung dieses Terminal immer schon kritisch gesehen, halt wegen der touristischen Auswirkungen möglicherweise. Und Umweltminister Backhaus sagt also, er erwartet jetzt Antworten auch von Robert Habeck. Wir haben immer wieder gesagt, wir halten uns an das Gesetz, das LNG-Gesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die Grundlage der Genehmigung gewesen. Und da geht es um die Gasmangellage, Punkt 1. Und es geht um den Bedarf von Gas, um die Verbraucher und Verbraucher in Deutschland gut zu versorgen und auch stabil zu versorgen, zu bezahlbaren Preisen. Und das Gleiche gilt für die Industrie. Wenn sich das jetzt geändert hat, dann muss Herr Habeck das jetzt mal wirklich öffentlich sagen, ob es diesen Bedarf überhaupt noch gibt. Und wenn es die Gasmangellage, wenn die entfällt, dann so die Argumentation, dann entfällt auch die Genehmigungsgrundlage. Und was sagt Herr Habeck dazu? Naja, bislang hat Backhaus noch keine Antwort aus dem Bundeswirtschaftsministerium erhalten, sagte er mir. Und sag mal, kannst du dir vorstellen, dass es in der jetzigen Situation zu so einem Rückbau kommt? Stichwort Gasmangellage? Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da gibt's ja verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Zum einen wissen wir nicht, wie der Winter wird. Und es kann ja durchaus sein, dass es kalt wird und wir wieder doch einen deutlich ansteigenden Gasbedarf hier in Deutschland haben werden. Zum anderen gibt's auch noch eine unbekannte. Ende des Jahres läuft der Gastransitvertrag zwischen Russland und der Ukraine aus. Südosteuropäische Staaten beziehen ja immer noch Gas aus Russland, Tschechien, die Slowakei, teilweise auch Österreich. Und dieses Gas wurde über Pipelines durch die Ukraine geleitet und wird immer noch über die Pipelines durch die Ukraine geleitet. Und der Gastransitvertrag, der das also regelt, das sind langfristige Verträge gewesen, der läuft jetzt Ende des Jahres aus. Normalerweise, wenn es keine Kriegssituation gäbe, würde der wahrscheinlich auch weitergeführt werden. Aber dadurch, dass wir diese Kriegssituation haben, ist nicht damit zu rechnen oder ist völlig offen, ob dieser Gastransitvertrag zwischen diesen beiden Ländern, die am Krieg stehen, verlängert wird. Und dann ist die Frage, woher soll das Gas kommen für diese EU-Staaten? Und da könnte möglicherweise dann Mukran auch Schlüsselrolle dann einnehmen. Dazu haben wir mit dem Gasexperten Heiko Lohmann gesprochen. Wenn der Vertrag nicht verlängert wird und es keine andere Lösung gibt, dann fehlen in Europa wieder so zwischen 12 und 15 Milliarden Kubikmeter, die im Moment noch durch die Ukraine transitiert werden. So, und es gibt nun mal die Möglichkeit, über das Terminal Mukran, über die Pipeline, die dann
von Lubmin bis zur tschechischen Grenze läuft und die dann weiter, wo es eine weitere Anbindungsleitung, die Tschechien, die Slowakei gibt, Mengen dann auch nach Österreich und die Slowakei zu liefern. Die Kapazität von 13 Milliarden Kubikmeter, die also dieses Terminal in Mukran dort hat, ist im Prinzip die Kapazität, die jetzt auch über die Pipelines kommen, die von Russland über die Ukraine nach Südosteuropa führen. Also im Grunde könnte Mukran dann so eine Art Notnagel sein für den Ernstfall, zumindest dann für Österreich, die Slowakei und Tschechien, du hast es gerade gesagt. Aber ist das Terminal auch für Deutschland von irgendeiner Relevanz, also als Gaslieferant, oder ist es dann eher so eine europäische Bedeutung? Naja, also diese Terminals sind ja aktuell noch nicht so gut ausgelastet, aber sie können durchaus eine Resilienzfunktion haben, so argumentiert das Bundeswirtschaftsministerium. Also wir beziehen ja momentan unser Gas über Pipelines aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus Belgien. Da verweist auch das Bundeswirtschaftsministerium darauf, dass ja auch diese Infrastruktur durchaus gefährdet sein könnte, a durch Havarien oder auch durch Anschläge. Da gab es eine Bundestagsanhörung mit dem Chef des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang. Der hat sich da doch besorgt geäußert, was also Sabotageakte anbelangen könnte, die von russischer Seite auch geführt werden können. All die Entwicklungen, die wir inzwischen schon in den östlichen Nachbarstaaten wahrnehmen, im Baltikum und in Polen, wo es noch viel brutaler eben auch zur Sache geht, als hier in Deutschland aktuell zu bemerken, diese Formen ziehen kontinuierlich eben auch weiter gegen Westen und wir erleben inzwischen eben auch schon entsprechende Ausläufer. Also die Bundesrepublik will wohl möglichst breit aufgestellt sein, falls es zu Ausfällen von Gaslieferungen kommt, auch eben mit diesem Terminal in Mukran als Sicherheitsreserve sozusagen. Das heißt aber auch für die Anwohner vor Ort, dass sie mit diesem Terminal vermutlich werden leben müssen. Haben die denn inzwischen ihren Frieden mit der Anlage geschlossen? Die Einwohner leben jetzt erstmal mit dem Thema Lärm. Binz hat ja eine Klage vorbereitet. Die wollen sie einreichen beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Sie sind zwar mit dem Eilantrag gescheitert, aber sie sind davon überzeugt, dass eine Störfallanlage wie dieses LNG-Terminal so nah an einer Wohnbebauung nicht hätte genehmigt werden dürfen und wollen das jetzt in einem Hauptsacheverfahren auch geklärt haben. Also diese Klageeinreichung steht kurz bevor. Und auch die Deutsche Umwelthilfe hat ja Beschwerde beim Bundesrechnungshof eingereicht, weil sie sagen, hier werden Steuergelder verschwendet, öffentliche Mittel verschwendet. Hier wurden also Gelder ausgegeben in einem dreistelligen Millionenbetrag. Das ist nicht gerechtfertigt durch diese geringe Auslastung, die man also dort hat in Mukran. Und hat sich eigentlich die Sorge bewahrheitet, dass die Touristinnen und die Touristen ja dieses Terminal ablehnen und jetzt vielleicht auch gar nicht mehr nach Rügen fahren? Also diese Sorge hat sich nicht bewahrheitet, wenn man auf die Zahlen guckt. Also in diesem Jahr sind bis Juli genauso viele Touristen gekommen wie auch im Vorjahr auch. Die Leute sagen, das ist halt so eine kleine Mini-Ecke. Das habe ich ja auch auf der Reiseführung erlebt. Ne? Es ist ja nur eine mini-kleine Anlage im Verhältnis zu der Größe der Insel. Und von daher stört mich das also gar nicht, dass da also jetzt so zwei Schiffe liegen, wo das LNG da angelandet wird und weiterverarbeitet wird. Aber das hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass die Leute einfach nach 14 Tagen dann wieder zu Hause sind und diese Dauerbelastung durch den Lärm nicht ertragen müssen. Aber wenn dieses Terminal in Zukunft besser genutzt werden würde, hätte das nicht auch positive Effekte für die Menschen vor Ort? Also daran knüpft die Stadt Sassnitz ja große Hoffnungen. Sie sagen, alleine schon die Vertiefung der Hafenzufahrt wäre nicht gekommen, wenn dieses LNG-Terminal nicht geplant worden wäre. Dadurch können jetzt Getreidefrachter auch den Hafen anlaufen. Und dieser Industriehafen war ja in letzter Zeit doch, da war es relativ ruhig gewesen. Und nun erlebt dieser Industriehafen im Prinzip durch diese Vertiefung der Hafenzufahrt auch in anderen Bereichen ja so ein kleines Revival. Da kommen jetzt mittlerweile auch größere Getreidefrachter an. Dieser Industriehafen dort soll also
dann auch stärker Arbeitsplätze schaffen auf der Insel. Und das ist ja möglicherweise für eine Insel, die nur vom Tourismus lebt, vielleicht auch ganz gut, wenn es dort ein zweites Standbein noch gibt. Industriearbeitsplätze, die sind besser bezahlt als viele Arbeitsplätze in der Tourismusbranche. Martina, tausend Dank. Ja, gerne. Martina Rathke vom NDR berichtet seit vielen Jahren aus der Ostseeregion rund um Rügen und ist regelmäßig vor Ort im Mukran, wenn es um das LNG-Terminal dort geht. Auf ndr.de findet ihr ihre Reportagen und Updates zum Thema LNG an Nord- und Ostsee. Die Links packen wir euch in die Shownotes. 11KM findet ihr in der ARD-Audiothek und wenn ihr wollt, empfehlt uns sehr gerne weiter. Morgen geht es bei 11KM um doppelten Betrug. Eine spannende investigative Recherche über manipulierte Spielautomaten, Millionen Euro, die möglicherweise am Fiskus vorbeigeschleust wurden und um einen Betrüger, der beschließt, diese Manipulation aufzudecken. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann, Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Jonas Teichmann, Jakob Böttner, Fabian Zweck, Hanna Brünjes und Julius Bretzel. Redaktionsleitung Lena Görtler und Fumeko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Und hier noch ein schneller Podcast-Tipp. Wir haben heute über Flüssiggas gesprochen. Wenn dieses Gas vom Fracking stammt, ist das eher eine ziemlich schmutzige Sache. Eine Alternative wäre beispielsweise grünes Methanol. Im Podcast Mission Klima geht es um Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen. Ihr lernt Menschen kennen, die konstruktive Ansätze im Kampf gegen die Klimakrise ausprobieren oder bereits mit ihren Ideen Erfolgsgeschichten schreiben. Der NDR-Podcast Mission Klima, jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.